weiß ja zumindest das Einfache, ich wünsche, dass ich nicht Weltmeister werde. Das glaube ich jetzt auch gerade im Livestream mit drin, ne? Und mal gucken, ob sich sein Wunsch erfüllt. Wir müssen natürlich jetzt erstmal schauen, wann gehen wir in die Box? Um dem Verkehrschaos aus dem Weg zu gehen, gehen wir in Runde Nummer 5 rein. Und hat sich der Markt startet ja von 3, wenn ich das ja richtig gesehen habe. Genau 3. Wer kann denn noch Button Vettel? Ah, auf die muss ich zählen. Alonso nur auf 9. Okay, Alonso, auf den ich vielleicht mehr gebaut hatte, ist noch was 9. Und ich trinke mal nochmal kurz Schluck. Und dann kann es auch gleich sofort losgehen. Schnellsetup ist noch drinne, trocken. Und jetzt gehen wir mal ins letzte Rennen. WM oder nicht WM, das ist jetzt die Frage. Packt uns ja auch das fette Glück oder nicht? Wir brauchen Petrov, wir brauchen Petrov. Platz 1. Button unser Rival, der hat ja auch nicht mehr so wirklich. Unser Rival ist Kobayashi auf Platz 12. Das letzte Saisonrennen und der Titel ist noch möglich. Du musst heute voll konzentriert sein. Also, zeig's allen und komm als Weltmeister über die Ziellinie. Jetzt ehrlich, ich möchte lieber, dass der Hamilton vor mir ist. Nein, oh, jetzt ist. Achso, da war der Webber, glaube ich, noch. Okay, kein Unfall. Wo ist Kobayashi, wenn man ihn mal braucht? Der Petrov. Masse auf. Nein! Was macht Hamilton? Webber ist auf Platz 2, das gibt's doch nicht. Ja, ich kann jetzt persönlich eigentlich fast noch gegen die Uhr fahren. Ich kann bloß hoffen, dass der Webber irgendwelche Probleme hat oder so. Jetzt mal den Motor auf Standard stellen. Der Hamilton ist auf jeden Fall dran an Webber. Das kann ich mir so auf der Karte noch erkennen. Aber sonst ist da nicht mehr wirklich viel los jetzt hinter mir. Die. Okay. Fünf Sekunden ist Webber schon nach der ersten Runde zurück. Okay, das ist ein bisschen. Viel, wie ich finde. Dein Motor hat die optimale Temperatur. Abkürzen. Webber noch immer auf Platz 2, Hamilton und Massa. Webber noch mal auf Platz 2. Das bringt mir momentan nichts. Man könnte es natürlich auch auf die Ferrari-Art machen. Versuchen, Webber zu blockieren und damit Hamilton überholen kann, vielleicht. Aber. Das muss ja auch nicht unbedingt sein.
Jetzt haben wir fast schon genügend Vorsprung, um überhaupt einen sicheren Boxenstopp schon mal zu machen. Eins, 45,5. Das ist weitaus schlechter als im Qualifying. Trotzdem haben wir fast knapp 2 Sekunden fast schon gut gemacht wieder. Hamilton ist an die Box gefahren. Oh nein, okay. Hamilton ist schon an die Box gefahren. Das bringt natürlich jetzt gar nichts mehr. Okay, der erste Hoffnungsschimmer ist schon mal weg. Das ist schon mal sehr, sehr schlecht für mich. Massa ist zu weit weg, genauso wie Kubica auch. Ach, die Fahrt gegen sich selbst ist immer ganz toll. Erinnert mich noch besser an Sao Paulo gerade. Das hat ja fast in der Mauer direkt geendet. Oh. Mal kurz abseits der Strecke. So, meine einzige Hoffnung ist vielleicht jetzt, dass Weber jetzt in die Box geht noch. Oder denn, wenn richtig viel Verkehr ist. Oder was auf... voll auf Attacke. Er hat eine neue schnellste Runde aufgestellt. Okay, Weber mit der schnellsten Runde jetzt. Okay, Massa war noch nicht in der Box, aber boah, der ist ja weit abgeschlagen, der bringt mir gar nichts jetzt. Ach. Kein Glück mit dem Vettelhelm. Natürlich muss ich natürlich dieses Rennen jetzt auch erstmal selbst beenden, um überhaupt die Chance auf den Titel zu haben. Nächste Runde ja unser Boxenstopp. Die Boxencrew erwartet dich am Ende dieser Runde. Boxenstopp diese Runde. Okay. Und Weber ist draußen geblieben, glaube ich. Oder? Nee, das ist glaube ich auch nicht. Der ist in die Box gefahren. Sind alle in die Box gefahren. Doch, ich glaube, Weber ist auf Platz 2 geblieben. Das bringt mir natürlich jetzt überhaupt nichts. Damit ist die WM wohl verloren. Deinen Boxenstopp.
Boxenstopp jetzt also und Lonzo Petrov. Also der Petrov ist jetzt in der Nähe von dem Webber, da kann ich vielleicht noch ein bisschen hoffen. Achte auf die Linie, schalte den Begrenzer rechtzeitig ein. Okay, das sollte gepasst haben. Gut gemacht, guter Stop. Los, los jetzt. 4,3 Sekunden. Na, das ist auf jeden Fall Platz 1 bloß. Begrenzer aus, Begrenzer aus. Das Problem ist bloß, dass Webber auf Platz 2 bleibt. Okay, das ist jetzt wirklich noch ein Rennen gegen mich selbst und hoffen und beten, dass Webber vielleicht noch abfliegt. Und 11 Sekunden ist auf jeden Fall der Webber weg. Jetzt geht es auf jeden Fall in die letzten 5 Runden. Und der Kobayashi ist auf Platz 21 zurückgefallen. Und der WM-Rivale Button auf Platz 8.